Ja, es gibt jetzt frische. Genau, ich gehe wieder in den Game Mode Setup so. Fisch. Genau, nochmal. Fisch. Da gibt es jetzt also den Fisch, Titten, Fisch, Kugel, Fisch, Truppen. Fisch kommen wir dann später dazu. Da gibt es jetzt den Lachs. Ganz neu. Ja, wir gehen einfach mal kurz durch. Dann gibt es hier den Lachs. Den kann man, ja, den kann man den spawnt halt der sieht so aus. Den kann man auch ganz normal töten und der droppt dann dementsprechend, wenn man ihn tötet, einen rohen Lachs, wo die Textur dementsprechend verändert wurde. Den kann man auch braten, wo auch Textur verändert wurde. Und man kann einen, wenn man jetzt einen Wassereimer hat, Wassereimer, früher noch mal einen Lachs, dann kann ich damit einen Lachs einfangen. Und habe damit auch direkt ein neues Advancement. Catch a fish without a fish word. Genau, und den kann ich dann dementsprechend auch wieder hier hinsetzen. Ne? Und ja, dann haben wir den da. Genau. Dann gibt es dementsprechend auch dasselbe mit Lachse. Die man dann auch nochmal die jeweilige, wobei die sehen gerade, die sehen genau gleich aus. Toll gemacht, Mojang. Genau. Die sehen so ein bisschen anders aus im Gegensatz zu den Kabel hier. Lachs. Lachs, Moment. Kabeljau wollte ich doch. Ich bin auch schlau. Ich bin schlau, ne? Genau. Genau. Der Kabeljau sieht so aus. Der ist ein bisschen kleiner. Dann gibt es dementsprechend auch den Kugelfisch. Und der hat nochmal eine ganz besondere Eigenschaft, denn wenn man in der Nähe ist, vergiftet er einen. Mit der Vergiftung. Ne? Und er kann sich dementsprechend natürlich auch auf blasen. Ja. Denn der ist ziemlich aufgeblasen, der Typ, ne? Genau, hat dementsprechend auch Stacheln. Und, ja, genau. Gut, das wäre es dann dazu. Nee, für 7 Sekunden blähen sich auf den Spieler in der Nähe, stoppen beim Tod entsprechende Fischgegner, benötigt zum Wasser zum Leben, könnte mit einem was anderes. Also, die Fische benötigen alle, wie auch die Tintenfische, Wasser zum Leben, wollte ich kurz gesagt haben. Handwerk kann nun getrockneten Seegang. Genau, das hatten wir schon. Weltgenerierung. Tiefe warme Ozeane werden nicht mehr generiert. Dies wurde aus logischen Gründen geändert. Damit der Tiefe die Kälte immer weiter zunimmt. Ja, war auch doof. Tiefe warme Ozeane, ne? Ist es schlau. Das wär's zu dem 08B-Snapshot. Dann gibt es. Komm mal zum 08. Zum 18W09A-Snapshot. Und zwar, ab sofort gibt's Unterwasserruinen. Die kann man natürlich auch locate mit slash locate. Muss ich mal kurz gucken. Shipwreck, Stronghold, Swamp. Hä? Ah, Ocean Ruinen nehme ich mal an. Genau. Ist zwar nicht so groß jetzt das, was ich hier gefunden habe, aber schieß drauf. Da haben wir auch eine Truhe, wo dann noch normaler Dungeon Loot drin ist. Beziehungsweise eine Schatzkarte. Ja, richtig gehört. Eine Schatzkarte. Ne? Genau, es gibt jetzt Schatzkarten. Wie man auch schon zum Beispiel die Ozean. Also eine Schatzkarte. Genau. Karte. Also die findet man jetzt nicht unbedingt so, aber halt, die führt zu einem Schatz. Also wie man auch schon kennt, die zum Ozeanmonument und zum, egal was. Oh, da haben wir auch direkt einen Schiffswrack, da gehe ich dann aber gleich noch drauf ein. Und ein neues Mob. Gehe ich dann noch drauf ein. Genau. Dementsprechend, das überspringe ich jetzt also mal kurz, kann man sich jetzt auch locaten zum, zur Buried Treasure.
Ich weiß gar nicht, bin ich jetzt unter Wasser oder wo bin ich hier? Genau, da kann man sich jetzt untergraben. Dann haben wir hier eine Schatztruhe. Wo wir dementsprechend so schon so ein bisschen was rausbekommen, ne? Ja, nicht schlecht, ne? Nicht schlecht. So, dann nur das. Oh, das ist neu. Anstatt 26 wurde getötet, wurde entfernt. Ne? Toll. Toll. Dann gibt es jetzt ab sofort Korallenblöcke. Also Korall, ne? Die sehen wir hier, die gibt es auch in getrockneter, also in gestorbener Variante. Das passiert nämlich, wenn man eine Koralle an Land setzt. Sie sofort tot. Tot. Im Wasser kann sie überleben. Genau, aber sobald man die eins drüber stellt oder jetzt zum Beispiel das Wasser um sie herum entfernt, wird sie tot. Genau. Phantome, ja, das ist tagsüber, also ist nicht so wichtig. Ja, ich habe die mit Alias da, genau. Das wäre es um 09A-Snapshot. Also genau, man kann sich ab sofort Waypoints hinzufügen. Ganz recht. Und zwar braucht man dementsprechend, ich hole mir jetzt einfach mal kurz einen Banner und eine Karte. Genau, dann kann ich jetzt hier mal gerade, dann das da, dann. Und dann haben wir jetzt hier schon einen Waypoint. Kann man dementsprechend auch mit jedem anderen Banner machen. Ich nehme jetzt einfach mal Violett zu, durch hier hinten. So, und dann hat man hier jetzt den Lila-Banner. Entfernt man den natürlich auch die Waypoints weg. Genau. Ah, stimmt, man kann Banner auch dementsprechend benennen. Ich nenne jetzt einfach mal abonniert Timo TV, nenne ich jetzt einfach mal. Dann haben wir den jetzt auch hier als Nametag auf der Karte. Genau, und dann gibt es jetzt ab sofort auch noch Tropenfische ab diesem Snapshot. Die hüpfen übrigens auch so her. Das sind immer zufällige Tropenfische. Und wenn man die tötet, gibt es natürlich auch als Clownfisch-Variante, droppen die alle in Clownfisch. Und es gibt insgesamt, und jetzt haltet euch fest, es gibt insgesamt 3072 verschiedene Tropenfischarten. Wow! Ich weiß nicht, wie Jumang das hingekickt hat, aber ja. Genau, und ab dieser Version gibt es auch die Korallenpflanzen, die wir schon gesehen haben. Es gibt Korallenriffe. Vergrabenen Schatz haben wir schon. Geräusche unter Wasser. Umgebung hat neue Geräusche. Blablabla. Das wär's vom 10a, 10b. Für jeden Korallenblock wurde eine abgestorbene Variante hinzugefügt. Für nicht gefärbte Schalkerküste hinzugefügt. Die violette Schalkerküste ist nun. Violette Schalkerküste ist nun wirklich violett. Okay. Ich guck mal kurz. Schalkerkiste. Ah, genau. Das ist die Schalkerkiste und das ist die violette Schalkerkiste. Falscher. Genau, dann mal das und das. Gut. Die Tropenfischgeräusche wurden hinzugefügt. Also Tropenfische haben eigene Geräusche. Dann 10c. Neue Wasserphysik. Man kann Wasser in den folgenden Blöcken platzieren. Treppenstufen, Zäune, Bruchsteinmauern, Eisengitter und Glasscheiben. Nur mit der Blöcke könnten in Zukunft mit Wasser geflutet werden. Also dieses Wort Halog, was ich schon gezeigt habe. Wenn diese geflutet sind, zählen sie als Wasserquellen für das gesamte Spiel. Auch Schwimmen ist möglich. Wasser fließt aus allen Seiten des Blocks. Dies wird in Zukunft in Entwicklungsversionen noch geändert. Die Blöcke Flowing Water und Flowing Lava wurden entfernt. Die Block-Aliasse für Water Hacked und Water Locked wurden entfernt.
Alle Blöcke, die mit Wasser geflutet werden, besitzen einen neuen Blockzustand namens Waterlocked. Widersprüchlich irgendwie. Die Blöcke Luftblasen, Seegras, Seetang und Korallen zählen nun immer als Wasserquelle. Genau. 10D. Wasserphysik. Man kann nun Endertruhen, Falltüren, Leitern und Schilder mit Wasser fluten. Wasser fließt nicht mehr durch feste Blöcke. Große Optimierung, wie Wolken gerendert werden. Okay. Weltgedrehung Korallenriffe. Blöcke, Schalkerkisten können mit Hilfe eines Kessels entfärbt werden. Dabei wird sich der Wasserstand also ganz gewöhnlich. Phantome brennen, das hatten wir schon, genau. Ein bisschen Durchwasch, ich weiß. Snapshot 11a. Seefächer hinzugefügt. Spawn aktuell nicht auf natürliche Weise. Nur unter Wasser. Nein, Seefächer? Okay. Die kannte ich bisher tatsächlich selbst noch nicht. Seefächer. Gibt's aber auch nicht so. Schaffe. Gibt auch keinen Spawner dafür. Cool, fahren. Okay. Also 10 als Lebewesen. Ich platziere mal kurz eins. Ich muss erst summon. Minecraft. Ich nehme jetzt einfach mal Word. Word unterstrich Coel unterstrich Fan. Oder ist es, ich glaube, das ist die Item-ID, ne? Ja, findet man jetzt nicht. Also, und so Fan. War also doch, man findet es schon, also das ist dann aber die, die 10 alt. Kann man auch nur einen Block platzieren. Okay. Dann hätten wir das, ne? Kreaturen. Ja, es gibt eine neue Zombie-Unterart. Jetzt kommen wir dazu endlich. Und zwar der sogenannte Trunkene. Oh, und ich denke, ein Dreizack gespawnt, über den bekommt man nämlich einen Dreizack her. Spark hat dafür Ewigkeiten gebraucht. Und ich krieg gleich fürs Try hin, ne? Genau, der kann den Dreizack auch droppen. Ich hole mir jetzt mal ein Diamantschwert mal kurz. Und entscheide das mit slash enchant Mine Craft Looting Stufe. Kann man das so einfach? Ah, na, jetzt nicht sehr gut. Haben wir jetzt Stufe 3 und? Die haben ganz so viele Leben, wie man sieht. Ah, hat natürlich nicht geklappt, ne? Die sind auch gezielt im Wasser. So, ne? Und wenn ich jetzt, also die sind da normalerweise an Land, also man kann jetzt auch. Genau, die schwimmen normalerweise so. Und jetzt, wenn ich die Zeit mal auf slash time set night setze, werden die auf einmal aktiv. Jetzt setze ich wieder auf day. Ja, die pennen natürlich auch am Tag, ne? Night. Day. Night, Day. Night, Day. Witzig, ne? Gut.
Zombies werden zu Ertrunkenen, nachdem sie ertrunken sind. Ertrunkene können mit Dreizack spawnen. Dies ermöglicht es, einen Dreizack im Überlebensmodus zu erhalten. Die können schwimmen, aber ziehen es vor zu laufen. Alle Ertrunkenen greifen im Nahkampf an und diejenigen mit einem Dreizack greifen im Fernangriff an. Gleich wie Zombies erlegen ertrunkene Schildkrötenjunge, stampfen Schildkröten Eier und zerstören diese. Weltgenerierung, es gibt ab sofort Schiffswracks. Haben wir vorhin schon gesehen, können im Ozean oder an Ständen gefunden werden, hat je nach Schiff drei verschiedene Beutetabellen, Truheninhalte. Genau. Dann zum 11b Snapshot ist das, glaube ich, oder nee, 14a, also 12, 13 und 13 wurden übersprungen. Jetzt gibt es halt Phantomhaut, hat man schon gesehen, der Fortschritte. Es gibt neue Fortschritte, zwar Catch a Fish ist auch so Fishing Word. Throw a trident at something, strike a villager with lightning. Ja. Verzauberung Sog ist nicht mehr kompatibel mit Treue und Entladung. Wenn Sog nicht funktioniert, zum Beispiel an Land, kann mit dem Dreizack generell nicht angegriffen werden. Also Fernangriff. Der Dreizack wird nicht nach vorne geworfen, dafür aber der Spieler mit dem Dreizack nach vorne bewegt. Block neue Textur für den Seetang hinzugefügt. Gegenstände im Phantom hatten wir schon. Neuer Punk. Also es gibt auch neue Tränke. Und zwar zum einen den Potion of Slow Falling. Jetzt auf Stufe 1. Und ja, ich denke jetzt dann noch mal kurz ein. Und hui! Ich fall langsamer. Kann da jetzt aber kurz, ich flieg noch mal kurz hoch und gehe in den genau, ich falle wunderbar und dadurch bekommt man natürlich dementsprechend auch keinen Fallschaden. Diesen Trank kann man brauen mit der Phantomhaut und kann halt Zustand, Statuseffekt und da kann natürlich auch Pfeile und wie was alle anderen Tränke auch können. Des Weiteren, den habe ich vorhin vergessen. Gibt es einen Trank des Schildkrötenmeisters? Gibt's. Ich weiß nicht, warum der hier zweimal so drin ist. Ich weiß es nicht. Na gut, minus 90%, also das ist die zweite Stufe, ne? Genau. Man hat zwar Resistenz, ist dafür aber langsam wie eine Schnecke. Ne? Genau. Genau, deswegen mache ich mir jetzt auch mal kurz, gebe ich mir mal kurz auch eine mich, so. Gut. Genau. Das wäre es dazu schon. Dann noch 14b. Der letzte Snapshot. Und zwar, ab sofort gibt es nun Seegurken. Beste Sache, die neu hinzugefügt wurde. Ja, es gibt Seegurken. Frag mich nicht, warum. Und die leuchten unter Wasser. Sieht man vielleicht gerade nicht, aber ich setze die Zeit mal kurz auf Night. Oder sagen wir auf Midnight. Sieht man gerade nicht eben. Sieht man gerade nicht so wirklich. Ja genau, mal ein bisschen sieht man es, ne? Genau. Gut, und was auch noch ganz interessant ist, die kann man zwar auch an Land setzen, also das ist so eine Art Unterwasserfackel, kann man sagen, ne? Die kann man auch stacken, wie man sieht. Und die kann man auch an Land platzieren, wobei die dann diesen Stängel nicht haben. Und ich bin gerade am überlegen, was passiert, wenn ich hier Sand aus noch hinzufüge. Beziehungsweise ich jetzt einfach mal Lava drüber laufen lasse. Was natürlich nicht in die richtige Richtung fließt, ne? Ist logisch. So.
Na gut, das ist wahrscheinlich. Mal gucken. Ich frage mich, was passiert ist. Boah. Da passiert ja gar nichts, beziehungsweise. Das heißt, generell nichts mehr, wenn Wasser, wenn Lava auf Wasser trifft. Okay, Bug gefunden. Bug gefunden, aber wenn wir jetzt hier einen Lava-Dingsbums haben und wir einen Wassereimer haben. Nein, nicht brennen. Das funktioniert noch, aber andersrum funktioniert es nicht mehr. Interessant. Ich schwimme, ich schwimme, ich schwimme, schwimme, ich schwimme, ich schwimme, 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 schwimme. Ja, gut. Das wäre es auf jeden Fall für die Snapshot. Ich weiß nicht, in wie viele Teile ich das jetzt schneiden werde. Wo ist OBS? Da ist OBS. Ja, eine Stunde habe ich jetzt insgesamt aufgenommen. Werden auf jeden Fall mindestens zwei Videos, wenn nicht sogar drei geworden sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst eine positive Bewertung da. Und bis dann und ciao. Ciao, ciao, ciao. Pschuh.